Moin und herzlich willkommen zur 329. Edelmetall-Tagesausgabe der Formationstrader. Mein Name ist Hamed Esnachari alias Wolke P. Heute Dienstag, der 17. Juli 2012 und Mr. Bernanke hat gesprochen für mich, Bernanke der Unglaubliche, denn er hält zum x-ten Mal die Hoffnung am Leben, weitere Schritte zu unternehmen, um das Wachstum zu stimulieren. Er sagt initial aber nein zum QE3-Programm zum aktuellen Zeitpunkt. Als dann aber der Ausblick kommt, sehen wir ein Rebound in den Märkten und trotzdem leicht nach unten geht es mit Silber 0,15%, Gold minus 0,5%, in Euro minus 6,5%, Silber in Euro minus 0,3%, weitestgehend unverändert der US-Dollar-Index, deutlich nach unten mit über 1% die Minenwerte. Damit macht Silber heute ein tieferes Tief und ein höheres Hoch. Wir haben ein steigendes Momentum, wir haben eine Kaufformation in der Stochastik, allerdings die K-Linie nicht hier eindeutig steigen. Ich hatte Ihnen am Wochenende diese Zone des Widerstandes eingezeichnet zwischen der Marke bei 27 Dollar und 34, 35 Cent und 27 Dollar und 50 Cent und schauen Sie sich das an, wie der Markt immer und immer wieder sich den Kopf in dieser Zone stößt und wieder zurückkommt. Zusätzlich Widerstand bietet die 20-Tage-Linie bei 27 Dollar und 33 Cent und die obere Begrenzung dieser bullischen Keilformation, und zwar die untere, hier obere Begrenzung gewesen, jetzt natürlich die untere geworden, die war heute bei 27 Dollar und 55 Cent und morgen ist diese Zone bei 27 Dollar und 50 Cent. Wir haben hier eine nicht ganz perfekte umgedrehte Schulterkopf-Schulterformation und da sind wir aktuell in etwa an der Nackenlinie angekommen. Das ist nicht exakt die Nackenlinie, da diese Linie von da der Berührung kommt und hier haben Sie keine Körperberührung, nur eine Schattenberührung. Wenn Sie sagen, jawohl, Sie wollen diese Schulterkopf-Schulterformation traden, denn man tau, wie man so schön im Norden sagt, Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass das Ganze gebrochen ist, wenn wir in etwa die Zone um die 27 Dollar und 90 Cent per Stundenschlusskurs sicher hinter uns gelassen haben und dann kaufen Sie in unmittelbaren Widerstand, nämlich bei 27 Dollar und 99 Cent ist die 50-Tage-Linie und dann haben Sie die nächste Zone des Widerstandes und die wird ähnlich stark sein in meinem Dafürhalten wie diese Zone, an der wir hängen geblieben sind und die ist dann zwischen 28 Dollar und 25 Cent und 28 Dollar und 40 Cent und hier haben Sie auch die weitere trendbegrenzende Linie des nächsten Keils und wenn Sie sich das anschauen, wenn das hier Ihre Chance ist bis zum nächsten Widerstand, selbst wenn Sie die 50-Tage-Linie weglassen würden, das hier ist Ihr Risiko, Ihr Stop, das müssen Sie hier setzen. In meinem Dafürhalten mit einem maximal 1:1 Chancen-Risiko-Verhältnis derzeit nicht die richtige Entscheidung, hier bullisch zusätzlich in den Markt zu gehen. Aus Sicht der Bären muss man sagen, die Bären zeigen eher Zeichen der Schwäche, denn die Bullen geben die 26,90 auch am Wochenende mit Ihnen besprochen und gezeigt, hier Unterstützung, Unterstützung, kurz abgetaucht und dann wieder Unterstützung, Unterstützung, geben die nicht mehr auf und sobald wir da hinkommen, gibt es das sogenannte Touch-and-Run-Spiel, das heißt, wir berühren die Marke und es geht sofort wieder zurück. Richtig bärisch kann man erst wieder werden, wenn wir diese Zone zwischen 26,07 und 25,88 per Tagesschlusskurs hinter uns gelassen haben. Bei Gold, ähnlicher Schnack, wir sind natürlich in diesem großen gleichschenkligen Dreieck und ich kann es nicht mehr abwarten, bis wir aus diesem Dreieck wieder rausgehen und wir schöne Formationen sehen, wir Trendfolgen sehen werden, aber wir sind natürlich hier drin gefangen, wir machen auch hier ein tieferes Tief, aber dann ein höheres Hoch, wann immer die Bären hier an diese Zone um die 75, 77 kommen, kommen die Bullen in den Markt aktuell und kaufen diesen Markt, wir haben auch hier ein steigendes Momentum, wir haben auch hier eine Kaufformation in der Stochastik, wir haben auch hier Widerstände, denn die 20-Tage-Linie und die 50-Tage-Linie, die wir uns gestern geholt hatten und die potenzielle Unterstützung sind, die sind wir gerade wieder am unten am verlassen. Die Frage ist, ob wir per Tagesschlusskurs oberhalb der 15,85 bzw. 15,87 schließen werden oder nicht. Darüber haben wir, und das sehen Sie auch, diese Widerstandszone ebenfalls eingezeichnet und mit Ihnen besprochen, zwischen 15,91 und 15,94. Wenn wir das per Tagesschlusskurs hinter uns lassen sollten, dann ist die obere Begrenzung in etwa bei 16,15 aktiviert worden. Erst wenn wir diese gleichschenklige Formation übergeordnet bullisch verlassen sollten, dann ist in etwa die 200-Tage-Linie und eventuell diese absteigende Trendlinie seit dem All-Time-High aktiviert worden. Bärisch können Sie werden unter der Marke bei 15,43. Wenn Sie diese bullische Keilformation im 4-Stunden-Chart
die wir hier hatten, getradet haben, dann hätten sie eigentlich nach dieser Bewegung hier ihr Stop-Loss schon angepasst haben müssen und heute wären sie ausgestoppt worden, nachdem der Markt wieder zurückgelaufen ist. Wenn sie sich dafür entschieden haben, dem Trade mehr Luft zu lassen, dann sind sie mit ihrem Stop-Loss nach wie vor bei 15,67 und halten sich die Hoffnung oder die Möglichkeit bereit, dass wir hier an die 16,14 kommen werden. Hier kann man 50% seiner Position glattstellen und dann abwarten, ob die Bullen die Kraft haben, tatsächlich durchzugehen. Und in diesem Bereich, dann, wenn wir hier sind, kann man seinen Stop-Loss auf Break-Even setzen. Was ich Ihnen noch sagen möchte, in der letzten Handelsstunde heute, sowohl bei Silber als auch Gold, ist Volumen reingekommen. Es bleibt also abzuwarten, was das bedeutet. In der Regel kaufen die Profis in der letzten Stunde. Aus der Stundenkerze als sich wird man nicht schlau, wenn man sich die gesamte Bewegung anschaut. Dann könnte man annehmen, dass das eher auf der Bullenseite positioniert worden ist. Das ist aber nicht wirklich sicher zu sagen. Immer wieder erstaunlich, auch bei politischen Börsen, wie zum Beispiel, wenn Mr. Bernanke spricht, ist es durchaus so, dass dann auch Zonen von Unterstützung und Widerstand halten. Schauen Sie sich das an. Der US-Dollar-Index eröffnet eigentlich mit einem tieferen Kurs und dann spricht Mr. Bernanke und der Markt wird bullisch. Und wo rennt der Markt hin? An diese obere Begrenzung dieser High-Base-Formation, an dieser horizontalen Marke bei $22.99 und die Linie habe ich heute nicht nachgezeichnet. Sie können gerne zurück, wenn Sie das anschauen, aber der Markt wird ausverkauft, denn wir hatten diese horizontale Zone bei 22,88, die untere Begrenzung dieser High-Base-Formation gestern schon nach unten aufgegeben und das, was gestern bereits dann Widerstand geworden ist, ist auch heute Widerstand. Damit machen wir entsprechend das tiefere Tief. Wir haben ein fallendes Momentum. Wir haben eindeutig eine Verkaufsformation. Die Bullen haben diese bullische Formation mit K&D-Linie umeinander geschlungen, aufgegeben. Die nächste Zone, die damit aktiviert worden ist, ist die 20-Tage-Linie und die ist im ETF bei $22.73. Haben Sie besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Haben Sie besten Dank und ich spreche jetzt für Ihr Depot, wenn Sie einen Stop-Loss setzen. Denn wenn ich Ihr Depot wäre, würde ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, wenn Sie mit einem Stop-Loss traden, denn dann passen Sie auf Ihr Depot besonders gut auf. Wann immer Sie keinen Stop-Loss setzen, müssen Sie ganz genau hinhören, da schreit Ihr Depot und hat nämlich unglaublich Angst, dass er in kürzester Zeit auf wirklich ein Minimum schrumpfen könnte. Insofern ist es Ihre Pflicht, weil Sie nämlich verantwortlich für Ihr Depot sind, dass Sie immer mit einem Stop-Loss traden. Bitte traden Sie immer mit einem Stop-Loss. Hoffentlich bleiben Sie alle gesund und mir gewogen. Das nächste Update gibt es nicht wie gewohnt morgen Intraday, sondern dann wieder morgen Abend zu den Edelmetallen und wie gewohnt natürlich die Updates zum S&P 500 Voreröffnung der Börse und natürlich die Intraday-Updates von Diesel. Besten Dank, Wolke Pick!